Ja, wenn man ein guter Doppelspieler ist, dann ist es eigentlich egal, mit wem man spielt. Hauptsache rechts, links spielt zusammen, das ist für mich wichtig. Und dass der andere einfach auch ein guter Doppelspieler ist, und das ist der Malon. Ich glaube, der wird sich auch richtig ins Zeug legen. Und ja, ich freue mich drauf, bin selbst gespannt, wie weit wir kommen. Aber ich denke schon, dass wir ja, ein Kandidat sind, der den WM-Titel gewinnen kann. Den Gedanken hatten wir immer, den hatte ich immer, gar vor einer WM mal, kurz jedenfalls. Aber ja, hat leider noch nie geklappt. Aber ja, der Traum ist noch nicht zu Ende und deshalb träume ich gerne weiter und hoffentlich erfüllt er sich auch irgendwann mal. Ich glaube, die Doppelkombination Malon-Boll ist natürlich eine tolle Kombination und es ist eine Möglichkeit, dort eine Medaille oder sogar die Goldmedaille zu holen. 26 Jahre nach meinem WM-Titel oder nach unserem WM-Titel wäre das natürlich für mich toll, als Spieler wie als Trainer dann auch Weltmeister zu sein. Ach, im Endeffekt glaube ich einfach, dass die zwei so gut sind, dass keine Auslosung sie dort hoffentlich stoppen kann. Ja. Also ich glaube einfach und hoffe, dass die zwei chinesischen oder chinesisch-deutschen Doppel auseinandergesetzt werden und dann steht alles offen, dass am Ende vielleicht dann drei Chinesen und ein Deutscher im Doppelfinale stehen. Ja. Malon ist auch ein Spieler, der natürlich sehr, sehr gut Doppel spielt. Und diese Kombination, diese Power von Malon und dieses Kreative von Timo passt sehr gut und das kann im Endeffekt dann hoffentlich dann auch ein Weltmeister-Doppel ausmachen.